Man muss ja ein gutes Herz haben. Das finde ich ganz wichtig. Wenn man ein gutes Herz hat, dann kommt man nicht nur zur Arbeit, sondern auch findet man hier also auch Spaß. Ja. Also Willkommensbegrüßung haben Sie alle ganz intensiv von uns bekommen. Welche sind vom Flughafen abgeholt worden, welche vom Bahnhof abgeholt worden, weil Norden haben es ja nicht mal ebenso zu erreichen. Die jungen Auszubildenden aus Marokko, Indonesien und Kamerun leben zusammen in einer WG am alten Wohnzentrum. Wir leben wie eine Familie, genau. Und wir machen manchmal Spaß zusammen. Und wenn ich brauche Hilfe oder ein Problem gibt oder irgendwas, ich frage. Das Recruiting-Programm sehe ich als einen Riesenerfolg an einfach. Das ist, wir holen junge Menschen aus ihren Ländern bewusst hierher, die sich hier gerne entwickeln möchten und hier gerne teilhaben möchten. Und für die Zukunft ist es einfach unheimlich wichtig, weil der Fachkraftmangel ist da, den können wir nicht schönreden. Und ich finde es schön, immer eigenbetrieblich zu rekrutieren und dann natürlich zusammen mit so einem Riesenprojekt, das dahinter steckt und mit so vielen tollen Diversitäten. Das ist ja, treffen ja so viele tolle Kulturen aufeinander, dass ich dann sage, das ist für uns wie eine große Familie. Und sie gehören auch hier zu dem Haus so dazu. Das ist für uns sehr wichtig. Schön ist, dass wir sind zu drei aus Marokko. Also das finde ich also auch toll. Wenn man also gleiche Sprache spricht, dann das ist auch gut. Sie sind alle ohne Familie hier, Respekt. Viele tausende Kilometer. Es sind junge Mädchen dabei. Welche haben mehr Heimweh? Welche sagen, okay, ich telefoniere mit meiner Mutter, alles gut. Kriegen auch immer einen Drücker von mir. Ich brauche das selber auch. Ich brauche das auch. Also sie sollen sich, das war uns sehr wichtig, dass sie sich wirklich heimisch hier fühlen und dass sie, dass der Kontakt immer besteht. Wir haben sofort Telefonnummern ausgetauscht, ne? Dass wir geschrieben haben, gesprochen haben, telefoniert haben. Weil die gesamte Pflegebranche deutlich mehr offene Stellen als Bewerberinnen und Bewerber hat, ist sie auf Kräfte aus dem Ausland angewiesen. Während der Anerkennungsprozess bei bereits fertigen Fachkräften zumeist sehr langwierig ist, kann bei motivierten jungen Menschen die bedarfsgerechte Ausgestaltung und Qualität der Ausbildung ein enormer Vorteil sein. Diese Form des Recruitings und der Personalbindung ist ein Gewinn für alle, insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch die Pflegebedürftigen immer multikultureller werden. Meine Aufgabe den ganzen Tag besteht darin, Patienten zu versorgen, ihnen Hilfe zu leisten bei der Grundpflege, das bedeutet bei An- und Ausziehen. Und manchmal müssen wir auch mit ihnen ein bisschen reden, damit sie sich nicht von der Gesellschaft abgelehnt fühlen. Und ja, als ich in Kamerun war, hatte ich schon mal Pflegerecherchen gemacht und wusste genau so, was auf mich zukommt. Deswegen konnte ich schon meine Angst wegnehmen. Und ich wusste gar nicht, dass hier in Deutschland ich so nette Personen finden werde. Aber heute fühle ich mich so wie in meiner Familie. Und das macht mir so viel Spaß. Ja, Sie kommen aus einer anderen Kultur, ne? Mit Arnold, dass er schwarz ist, ne? Dass er die andere Hautfarbe hat, wie es angenommen wird. Mariam trägt ein Kopftuch, wie wird das angenommen? Und ich muss sagen, dass von allen Bewohnern, das ist so positiv, das ist so schön zu sehen, ne? Dass der Arnold in der Mitte sitzt und rechts und links eine Hand hält. Das ist auch für die Schüler selbst sehr wichtig, weil es ist eine Oma. Ne, also man hat noch ein bisschen mehr Familie. Wie meine Eltern. Heimatland ist Heimat. Aber es gab hier auch so viele Möglichkeiten, dass kann man hier eine gute Erfahrung haben und hier auch bleiben, leben und so Freiheiten. In Nordrhein-Westfalen ist alles nett und ich habe auch ein paar Freunde auch aus Indonesien, also ich freue mich auch, weil ich bin nicht ganz alleine aus Indonesien.